Ja, ich werde es kurz machen. Im Namen von Melaton Poppenhofen begrüße ich auch noch recht herzlich hier. Wir haben die Möglichkeit, uns heute hier ein bisschen musikalisch vorzustellen, da wir einen Liederzüchter im Club haben, der immer mit dem Melo unterwegs ist. Einige von euch haben ihn vielleicht auch schon gekreuzt oder gesehen. Darum hat jetzt ihm das Wort oder die Gitarre übergeben, uns vorzustellen. Merci vielmals. Der Veloclub Oberhofen gibt es schon über 30 Jahre. Aktive und passive fahren zusammen bunte Schar. Zwölräder ohne Motor ist die grosse Leidenschaft. Und alle zusammen sind fit in ein Bomb, fit und strotzen von Kraft. Bei dem Training tun sie die Ortschaft ermieden. Weil in Ortsmass nicht mehr als 50 verleiden. Doping müssen sie nicht haben. Ausser man schaut gerade Arsch ins Riesenhaus, gibt als Doping an. Zum Morgen sind sie in Oberhofen, zum Neun ist auch in Paris, zum Mittag in Berlin und zum Nacht um in Oberhofen. Es gibt fast keinen Schweizer Pass, den sie nicht von nach hätten gesehen. Und wenn sie überhitzt sind, fahren sie aus den Thunensee. Die Mitglieder sind verstreut vom Oberland ins Emmental. Aber für alle ist Oberhofen als Club eine klare Wahl. Zum Morgen sind sie in Oberhofen, zum Neun ist auch in Paris, zum Mittag in Berlin und zum Nacht nur in Oberhofen. Sie organisieren das Bergrennen auf Schwanden. Dort hat schon so manche Profi auf dem Podest landen. Und zum 300-Jahr-Jubiläum soll es dann gelingen. Trophäe vor Tour de Suisse auf Oberhofen zu bringen. Seit ein paar Jahren sind ihre Dresse nicht mehr blau-rot-weiss. Neu sind sie jetzt eben orange-schwarz-weiss. Sponsoren sind die Ferieninsel Schauer in Velo. Bravo Veloclub Oberhofen, bravo weiter so. Bravo Veloclub Oberhofen, bravo weiter so.